Hallo, mein Name ist René Steinert, ich bin selbstständiger Mietkoch und heute tätig im Café Seite. Café Seite ist ein ökologisches Restaurant und wir arbeiten ausschließlich mit biologischen Erzeugnissen. Ich möchte Ihnen heute die gefüllte Putenbrust mit Rosmarin und Schafskäse vorstellen. So, wir bereiten heute die Putenbrust gefüllt mit Schafskäse und Rosmarin vor. Hier haben wir die Putenbrust. Die meisten von Ihnen kennen die Putenbrust gewöhnlich heller und ein bisschen Struktur, sage ich mal, weicher. Ja, die ist halt ein bisschen sehnreicher, deswegen ist der erste Schritt, den wir machen, die Sehnen leicht entfernen. Wenn Sie zu Hause haben, gern mit einem Messer, was auf jeden Fall scharf ist. Sie sehen schon, die Putenbrust ist sehr sehnreich, aber geschmacklich natürlich besser als die konventionelle Putenbrust, die Sie im Supermarkt zu kaufen bekommen. Der Preis ist ungefähr 80% mehr als die konventionelle, aber der Kauf lohnt sich definitiv, da hier keine Antibiotika an das Geflügel verfüttert wird, beziehungsweise die artgerechte Haltung im Vordergrund steht. Und somit lohnt sich der Kauf von Bioprodukten definitiv. So, nachdem wir die Putenbrust filetiert haben, plattieren wir als nächstes die Putenbrust. Es reicht, wenn die Putenbrust leicht plattiert ist, dass das Fleisch ein bisschen weicher wird und ein bisschen dünner. Als nächstes schneiden wir dünne Streifen. So. Wenn Sie sehen, dass die Pute noch ein bisschen dicker ist, können Sie gerne nochmal drüber plattieren. Das würde ich in dem Fall machen, weil ich merke, es ist ein bisschen zu dick und dadurch ist der Garpunkt beim Braten vielleicht nicht ganz so fix. So, dass Sie am Ende ungefähr 2 bis maximal 3 mm dicke Putenstreifen haben. Im nächsten Schritt werden wir die Putenstreifen ein wenig würzen. Hierfür nehme ich Meersalz. Sie können natürlich auch konventionelles Salz nehmen, von jeder herkömmlichen Marke. Auch normales Bergsalz, Kristallsalz, Himalaya-Salz, alles was Ihnen gerade im Haushalt zugange ist. Pfeffer würde ich Ihnen empfehlen, frisch gemahlenen, was ich in dem Fall auch nehme. Erstens ist der ein bisschen intensiver vom Geschmack und schmeckt nicht ganz so muffig wie der vorgemahlene, den Sie zu kaufen bekommen. So, wenn Sie das gemacht haben, im nächsten Schritt komme ich zum Schafskäse. Das ist auch biologischer Schafskäse. Der ist ein bisschen weicher und sanfter vom Geschmack und ja, hat einfach einen besseren Geschmack. Sie können ungefähr 1 cm mal 2 bis 3 cm lange Streifen schneiden. So, ich würde den einfach ein bisschen klein machen mit der Hand. Das geht recht einfach, dadurch, dass der sehr weich ist und cremig ist. Sie können auch gerne die Stücken ganz reinlegen. Das ist Ihnen freigelassen, wie Sie das möchten. Im nächsten Schritt haben wir hier den Rosmarin. Das ist frischer Rosmarin. Sie können auch gerne getrockneten nehmen. Ich empfehle Ihnen aber den frischen zu nehmen, da der ein bisschen aromatischer ist und nicht ganz so trocken. Einfach reinlegen. So, und jetzt beginnen wir mit dem Rollen. Die vordere Seite einfach rüberlegen und das Ganze zu einem Röllchen zusammenrollen. Damit das Ganze auch hält beim Braten, nehmen Sie ganz normale Zahnstocher und stechen diesen am Ende durch und das erste Röllchen ist fertig. Das Ganze würde ich hier mit dem zweiten Röllchen nochmal machen. Rollen, Zahnstocher und am anderen Ende durchstechen. So, im nächsten Schritt werden wir die Putenröllchen braten. Die Pfanne habe ich vorher eingefettet. Ich empfehle Ihnen, nur einen leichten Ölfilm in der Pfanne zu schmieren. Da zu viel Öl, ja, das ist geschmacklich nicht ganz so gut. So. Auf jeden Fall sollten Sie warten, bis die Pfanne richtig heiß ist, die Röllchen nicht vorher in die Pfanne tun. Wenn Sie das Fleisch kurz reinhalten und es zischt, dann können Sie das Fleisch reinlegen. So, das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 2 bis 3 Minuten auf jeder Seite anbraten. Wie Sie sehen, sind die Putenröllchen auf der einen Seite jetzt leicht braun gebraten. Das ist perfekt. So, und lassen dies auf der anderen Seite jeweils nochmal 2 bis 3 Minuten braten. Die angebratenen Röllchen geben Sie in ein Porzellan- oder Metallgefäß, je nachdem,
und schieben dies in einen Backofen bei ungefähr 175 Grad, dem die Puten reichen, ca. 10 Minuten im Ofen weitergegart haben. Der Käse ist leicht angeschmolzen und der Garpunkt der Putenröllchen ist innen perfekt. So. Ich würde dir empfehlen, die Zahnstocher gleich zu entfernen. Zu unseren gefüllten Putenröllchen mit Schafskäse und Rosmarin empfehle ich Ihnen die Kürbis-Kartoffelbrätlinge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de